Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gibt es eine neue Ausgabe der 5 Minuten Raw Challenge. Viel Spaß! Diese neue Folge von der 5 Minuten Raw Challenge wird euch präsentiert von Epidemic Sound. Dort könnt ihr euch lizenzfreie Musik herunterladen für eure Videoprojekte und die ersten 30 Tage könnt ihr das Ganze kostenlos testen und dabei trotzdem auf die gesamte Bibliothek von Epidemic Sound zugreifen. Also einfach mal unten auf den Link klicken, da könnt ihr es ausprobieren, kostenlos. Wenn es euch nicht gefällt, lasst es einfach bleiben, aber in der Zeit habt ihr Zugriff auf alle Songs aus dieser Webseite. Viel Spaß! Jetzt lasst uns direkt mit der 5 Minuten Raw Challenge anfangen. Ihr habt also wieder die Möglichkeit gehabt, mir eure Raw-Dateien zuzuschicken. Das könnt ihr natürlich auch weiterhin tun und ich habe dann 5 Minuten Zeit, um das Ganze hier zu bearbeiten. Den Link, wie ihr mir die Bilder zuschicken könnt, der steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Das Ganze funktioniert über WeTransfer. Jetzt würde ich sagen, lasst uns nicht lange drum herum reden und direkt starten. Ich packe 5 Minuten auf die Uhr und wir starten mit dem ersten Bild. So, ich gehe mal als erstes hier in die Grundeinstellung rein und werde mal so ein bisschen anfangen, hier das Ganze von der Belichtung anzugleichen. Das heißt, ich hell hier so ein bisschen die Tiefen auf. Die Lichter werde ich hier ein bisschen abdunkeln. Ja, das ist mitten am Tag entstanden, dieses Foto, das sieht man. Deswegen nicht das beste Licht, aber wir können hier, denke ich mal, noch eine ganze Menge rausholen. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Kontrast mit rein. Die Weißwerte werde ich noch so ein bisschen weiter nach oben drehen. Ja, und auch die Schwarzwerte so ein bisschen weiter nach unten. Die können ruhig ein bisschen weiter hier anschlagen, auch im Histogramm. Das ist für mich jetzt nicht so das große Problem, dass wir hier auch ein paar mehr Schatten drin haben. Ich glaube, insgesamt die Belichtung werde ich noch ein kleines bisschen aufhellen. Ja, nicht zu viel, ungefähr so. Das gefällt mir so schon ganz gut. Und dann gibt es noch ein kleines bisschen Klarheit dazu und ein bisschen mehr Dunst entfernen. Ja, ich will hier so ein bisschen die Farben wieder herausarbeiten und ich denke mal, das funktioniert hier so schon ganz gut. Was mir hier überhaupt nicht gefällt, ist die Farbe von dem Wasser. Das ist so ein ekliges Grün. Ja, deswegen werde ich jetzt hier mal den Pinsel nehmen und hier meine Farbtemperatur mal einstellen. Ich werde das Ganze hier mal so ein bisschen bläulicher machen. Die Belichtung drehe ich hier ein Stück weiter runter. Und dann ist ganz wichtig, dass ich hier automatisch Maskieren anwähle, denn gerade wenn ich jetzt hier um diese Büsche gleich rummalen werde, ist es schon ganz gut, wenn wir jetzt hier dann automatisch Maskieren hier mit drin haben. Ja, man kann hier also das Wasser durchaus ein bisschen bläulicher färben. Vielleicht machen wir es ein bisschen mehr, also ein bisschen die Temperatur noch weiter runterziehen. Die Belichtung, die drehe ich mal noch weiter runter, denn ich muss hier das Wasser nicht unbedingt aufhellen. Ich will hier also wirklich nur so ein bisschen die Farbe ändern. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, jetzt wirkt das Ganze schon ein bisschen türkiser, sieht einfach ein bisschen gesünder aus, das Wasser. Man kann natürlich auch hier noch eine Farbe wirklich hinzugeben. Das heißt, ich könnte jetzt hier so einen Blauton noch mit reingeben, dann wird das Ganze noch bläulicher. Und je weiter ich das nach oben ziehe, also du siehst es schon, umso stärker wird das Ganze gesättigt. Ja, ich will das hier auch gar nicht zu doll machen. Also ich denke mal, so reicht es schon vollkommen aus. Und dann nehme ich das hier wieder weg und jetzt male ich hier noch ein kleines bisschen hier noch am Strand entlang, damit das Wasser hier auch wirklich komplett die Farbe hat. Und so gefällt mir das schon ganz gut und dann klicke ich hier auf Fertig. Ja. Dann werde ich in die HSL-Tabelle mal reingehen und hier noch ein bisschen an den Farbtönen spielen. Das bedeutet, ich werde jetzt hier das Aquamarin noch so ein bisschen weiter Richtung Blau ziehen. Ja, das Blau kann ich auch noch ein kleines bisschen bläulicher, naja, obwohl vielleicht gar nicht so sehr. Vielleicht ziehe ich das ein bisschen weiter Richtung Aquamarin, das ist so ganz okay. Und ja, vielleicht das Grün noch so ein bisschen weiter Richtung Gelb, dass es noch so ein bisschen saftiger wird. Sehr schön. Die Sättigung nehme ich von dem Blau ein Stück weit wieder raus. Das ist irgendwie sonst ein bisschen zu viel. Das Grün kann ich ein bisschen sättigen noch. Ja, die Rotwerte nehme ich ein bisschen raus und die Orangewerte auch so ein kleines bisschen. Und was mir jetzt noch gar nicht gefällt, ist, dass dieser Felsvorsprung hier vorne so extrem hell ist. Deswegen werde ich jetzt hier mal die Temperatur einfach rausnehmen, aber einfach von der Belichtung her das Ganze so ein bisschen dunkler hier machen. Ja, da ziehe ich jetzt hier einfach so einen kleinen Verlaufsfilter auf und mache das hier so ein bisschen dunkler. Sehr schön. Das gefällt mir so schon ganz gut. Dann gehe ich hier noch schnell rein, werde hier das Bild ein bisschen nachschärfen mit meinem Standardwert von 80. Gedrückter Alt-Taste kann ich das Ganze hier maskieren. Ja, das passt auch soweit. Dann werde ich in den Effekt noch so eine kleine Vignette drumherum bauen. Ja, nicht viel, aber so ein bisschen. Und ich möchte hier an den Blauwerten immer noch so ein bisschen was machen. Ich gehe nochmal in die HSL-Tabelle rein und werde jetzt hier die Luminanz von den Blauwerten mal noch so ein bisschen runtersetzen. Ja, das gefällt mir besser. Ja, wenn man hier die Luminanz einfach noch ein bisschen runtersetzt, kriegt das Ganze ein bisschen mehr Sättigung, es wird ein bisschen dunkler und das gefällt mir so schon richtig gut. Dann gehe ich mal noch ganz nach unten in die Kalibrierung rein, denn ich glaube, wenn ich hier so ein bisschen die Sättigung von den Blauwerten nach oben drehe, dann kriegt das ganze Bild noch so ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Lebendigkeit einfach.
Vielleicht so ein bisschen hier noch mit den Farbwerten hin und her spielen. Ja, wenn ich hier die Rottöne ein bisschen weiter Richtung rechts schiebe, gefällt mir das eigentlich auch ganz gut. Jetzt gucken wir mal, was mit den Grüntönen hier ist. Das ist immer so ein bisschen Try and Error. Gefällt mir auch besser, wenn ich diesen kleines bisschen weiter nach rechts schiebe. Und vielleicht nehme ich die Sättigung hier jeweils noch so ein bisschen runter. Ja, das sieht doch schon soweit ganz gut aus. Ich nehme jetzt mal hier noch einen Radialfilter. Ich werde jetzt mal hier noch so ein paar kleine Lichtspots setzen. Nämlich zum einen hier auf dem Felsen, ja, damit wir hier einfach noch ein bisschen mehr Licht und Schatten haben. Und dann werde ich mal hier noch einen zweiten aufziehen hier drüber. Das sieht auch noch ganz gut aus. Da können wir vielleicht sogar noch ein kleines bisschen Temperatur hier mit reingeben. Ja, das gefällt mir so schon ganz gut. Super, dann im nächsten Schritt möchte ich auf jeden Fall hier unten diese Boote noch wegbekommen, denn die irritieren mich hier doch ein bisschen. Ich probiere mal, was passiert, wenn ich jetzt hier einfach diesen Reparaturpinsel von Lightroom mal nutze. Das sieht eigentlich so schon ganz gut aus. Ja, wenn man es nicht weiß, dann könnte man jetzt hier schon sagen, ja, dass da auf jeden Fall nichts weiter war. Sehr schön. Dann nehme ich mir nochmal ein Pinselwerkzeug hier. Werde jetzt hier die Temperatur nochmal ein bisschen weiter nach oben schrauben. Und dann werde ich jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen über die Bäume rüber malen, um das hier einfach noch so ein bisschen saftiger zu gestalten. Ja, vielleicht hier auch nochmal, na, nicht zu viel. Also man muss hier so ein bisschen aufpassen. Die Belichtung ist vielleicht ein Stück zu weit nach oben. Ja, die packen wir hier mal so auf 0,4 ungefähr. Und dann sieht es doch schon relativ gut aus. Ganz kurzer letzter Schritt, den ich noch machen möchte. Ich will hier noch einmal schnell kontrollieren, ob das Bild gerade ausgerichtet ist. Ich glaube, es kippt so ein ganz kleines bisschen. Deswegen nehme ich jetzt hier das Winkelwerkzeug. Zack. Und dann haben wir doch hier schon ein richtig tolles Ergebnis. Das ist jetzt hier das Vorher. Und so sieht es jetzt danach aus. Ich denke, da haben wir schon eine ganze Menge rausgeholt. Ja, man kann natürlich immer sagen, ja, es ist jetzt ein bisschen übertrieben von den Farben her und so weiter, aber mir gefällt es, es puncht halt ordentlich. Sehr schön, das war das erste Foto und jetzt gehen wir mal gleich rüber zum zweiten Bild. Auch das ein sehr, sehr schönes Bild hier, sehr schön mit einer Spiegelung gearbeitet. Auch hier gehe ich mal als erstes in die Grundeinstellung rein. Ich packe jetzt wieder 5 Minuten auf die Uhr und sage, los geht's. Also als erstes, was hier extrem auffällt, ist, dass das Bild sehr, sehr doll kippt. Deswegen werde ich auch hier wieder mein Winkelwerkzeug nehmen und hier einfach mal am Horizont entlang, ja, damit wir hier wirklich einen geraden Horizont haben, eine gerade Spiegelung. Das ist, könnte fast immer noch einen kleinen Tick weiter gedreht werden, ja, ungefähr so. Ich denke mal, so passt es ganz gut. Und jetzt möchte ich den Horizont eigentlich genau in die Mitte packen. Weil wenn wir schon so eine Symmetrie in dem Bild drin haben, dann sollte auch der Horizont hier wirklich auf der Mitte sein. Einfach damit wir hier einen guten Bildausschnitt haben. Dann ist das Ganze ein bisschen mehr panoramalastig von dem Bildausschnitt, aber das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Dann können wir jetzt hier als nächstes mal die Tiefen ein bisschen aufhellen. Ja, die Lichter werde ich ein bisschen abdunkeln. Dadurch gleichen wir hier die Helligkeiten von oben und unten schon so ein bisschen an. Ein bisschen Kontrast gebe ich hier wieder in das Bild rein. Die Weißwerte können wir hier wieder so ein bisschen noch aufdrehen und die Schwarzwerte wieder so ein bisschen runterdrehen. Gefällt mir so auch schon sehr, sehr gut. Ich glaube, so insgesamt kann man hier ja, die Tonung so ein bisschen runterdrehen noch auf ungefähr 0, damit wir hier so ein paar mehr Grünwerte noch drin haben. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ein bisschen Dunst entfernen kommen hier noch rein. Ja. Und ich glaube, dass ich dann auch mal hier mit einem Verlaufsfilter noch arbeite. Mit gedrückter Alt-Taste kann ich den hier komplett erstmal zurücksetzen und dann nehme ich hier die Belichtung noch mal ein bisschen nach oben und werde jetzt hier mal mit gedrückter Shift-Taste, damit dieser Verlauf auch wirklich gerade aufgezogen wird, hier das so aufziehen, damit wir hier auch wirklich eine sehr schöne Angleichung haben von den Belichtungen her, von oben und unten. Das gefällt mir so sehr, sehr gut. Sehr schön. Dann können wir mal weiter nach unten gehen, hier in die HSL-Tabelle wieder rein. Ich würde auch hier wieder das Blau in der Luminanz ein bisschen runternehmen, damit wir hier so ein bisschen mehr Sättigung noch reinkriegen. Das gefällt mir so schon richtig gut. Die Grünwerte, glaube ich, die können wir ein bisschen heller machen. Auch die Gelbwerte, ja, die können ruhig ein bisschen heller hier, nicht zu viel. Auch von der Sättigung her könnten hier die Grüntöne ein bisschen saftiger werden, die Gelbtöne hier genauso, ja, und dann könnte man hier mal gucken, ob man von den Farbtönen hier das Blau ein ganz kleines bisschen weiter Richtung Aquamarin schiebt, das Grün auch so ein bisschen weiter Richtung Gelb, ja, das Rot würde ich ein bisschen weiter Richtung Orange schieben, Orange ein bisschen weiter Richtung Gelb, vielleicht sogar das Grün eher in die andere Richtung, ja, mal gucken, nee, wir packen es mal so ein ganz bisschen weiter Richtung Gelb hier, das passt schon ganz gut. Sehr schön. Dann werde ich als nächstes hier in die Teiltonung mal reingehen. Ich glaube, die Lichter sind so okay, aber ich will mal gucken, was mit den Schatten passiert. Wenn wir die mal so ein bisschen noch Richtung Blau einfärben, ja, dann ziehe ich jetzt hier die Sättigung mal hoch.
Ja, aber das gefällt mir nicht so sehr. Mal gucken, was passiert, wenn ich das hier... Ja, das gefällt mir besser, wenn ich das hier so ein bisschen mehr Richtung Gelb schiebe. Also wenn wir die Schatten hier so ein bisschen gelb einfärben, dann habe ich hier eigentlich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Das kontert hier so ein bisschen die Blautöne in dem Himmel nochmal und wir haben hier einen richtig schönen Farbkontrast auch drin. Dann werde ich in die Details reingehen, auch hier das Bild wieder schärfen mit meinem Standardwert von 80 hier in dem Betrag. Die gedrückte Alt-Taste sorgt dafür, dass wir hier gut maskieren können, dass wir hier wirklich auch nur die Kanten maskieren. Und dann gehe ich mal als nächstes in die Effekte rein. Auch hier gibt es wieder eine kleine Vignette um das Bild herum. Ja, und in die Kamerakalibrierung kann man natürlich auch nochmal reingehen. Auch hier kann man wieder diesen Trick benutzen, dass man hier die Sättigung der Blauwerte ein Stück nach oben stellt. Und dadurch kriegt das ganze Bild einfach ein bisschen mehr Punch. Jetzt kann man mal gucken, was wir hier noch machen können, noch erreichen können, wenn wir hier die Rotwerte mal so ein bisschen nach oben oder nach unten ziehen. Ja, es sieht beides irgendwie ganz cool aus. Jetzt muss man sich überlegen, für welchen Look man sich entscheiden möchte. Ich würde eher so das Ganze so ein bisschen hier Richtung weiter ins Positive schieben. Und genauso mit den Grünwerten kann man es hier nochmal machen. Ja, oh, das sieht auch ganz gut aus, wenn man hier die Grünwerte ein bisschen ins Negative zieht. Also, das ist schon mal ein ganz cooler Farbeffekt. Ich glaube, man kann jetzt hier auch nochmal den Pinsel nehmen und so ein bisschen Belichtung hier auf die Häuser geben. Ja, also, dass man hier einfach die Häuser nochmal ein bisschen mehr betont. Das können wir hier sehr, sehr gut machen. Also ein bisschen Belichtung hier einfach reingeben. Sehr schön. Jetzt ist natürlich auch die Frage, macht man das hier in die Spiegelung noch so ein bisschen mit rein, ja, damit das natürlich auch mit angeglichen wird. Wir haben ja gerade eben gesagt, dass wir jetzt hier beides ein bisschen angleichen wollen, sowohl oben als auch unten. Von daher ist es auch gut, wenn man jetzt hier die Spiegelung ein bisschen aufhält. Und so gefällt mir das eigentlich schon sehr, sehr gut. Jetzt kann man nochmal gucken, einen weiteren Pinsel. Diesmal nehme ich die Belichtung raus und werde jetzt aber noch ein bisschen Klarheit und ein bisschen Dunst entfernen hier mit dazugeben und dann hier hinten in die Berge nochmal so ein bisschen reinmalen, einfach um hier noch ein bisschen mehr Sättigung reinzubekommen, ein bisschen mehr Punch, gerade hier im Hintergrund, wo das Ganze schon so ein bisschen ausläuft quasi. Ja, und auch hier oben in die Berge, wo das Ganze schon so ein bisschen flau wirkt, kann man hier ein bisschen mehr Dunst entfernen noch mit reinmalen. Das sieht auch richtig gut aus. Jetzt sind die 5 Minuten auch schon fast um. Und ich gebe jetzt hier einfach auch nochmal den Vorher-Nachher-Effekt. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt danach aus. Auch wieder eine sehr starke Bearbeitung. Natürlich kann man jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen was rausnehmen und die Sättigung nicht ganz so doll machen. Aber das sind jetzt hier tatsächlich die 5 Minuten Bearbeitung gewesen, die ich jetzt hier aus dem Stegreif heraus gemacht habe. Ich habe mir die Bilder vorher auch noch nicht angeguckt, von daher ist das jetzt hier so ein Try and Error gewesen. Ich hoffe, dir hat das aber trotzdem gefallen und wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und falls du weitere solcher Videos sehen möchtest, dann schreib es ruhig unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!